Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Inazuma 11. Ich bin euer Sekuso. Wir sind stehen geblieben nach dem Sieg der Branson Junior High letztes Mal. Und ja, laden wir doch das ganze Spiel mal. Kapitel 5. Ärger im Anime Café. Oh, Kapitel 5. Oh, es geht in einen Anime Spiel, der vom Anime handelt, auch noch um ein Anime Café da drin. Oh, cool. Morgen ist das Halbfinale der Vorrunde. Ich erwarte also heute Höchstleistung von allen. Puh, jeden und jeden Tag immer nur Training. Das ist doch doof. Von Zeit zu Zeit sollten wir auch mal entspannen. Was war das? War denn das? So kurz vor dem Spiel solltest du etwas mehr bei der Sache sein. Aber hör mal, Captain, der nächste Gegner ist doch sowieso Olkut und die haben wir schon mal besiegt. Da können wir dieses Spiel doch wirklich etwas lockerer angehen. Übrigens steht schon fest, dass unser Gegner im Halbfinale die Ulquid Junior High ist. Nein, das hängt davon ab, wie Ulquid im zweiten Spiel abschneidet. Und wir haben sozusagen schon eine Verabredung mit ihnen für dieses Turnier. Ich wette, sie sind auch stärker und werden ins Halbfinale kommen. Da dürfen wir doch nicht verlieren. Keine Sorge, Captain. Wir sind nämlich inzwischen auch viel stärker als beim letzten Spiel. Ah, Mark, war ja klar, dass du hier bist. Herr Winteresser hat gesagt, du sollst schnell ins Clubhaus kommen. Er war ganz blass, als wäre etwas ganz Schlimmes passiert. Ich frage mich, was da los ist. Na, der Herr Winteresser war ja noch nie für starke Nerven bekannt. Trotzdem frage ich mich, was da los ist. Wir sollten wirklich erstmal zum Clubhaus. Auf zum Clubhaus. Eine Sperre hat sich gelöst. Oh ja. Eine Sperre. Und unser Team. Unser altbekanntes Team mit Axel, Kevin und Nathan. Ja, hier lang. Zack. Und da lang, hier lang und da lang und weiterlaufen. Ja, und das Tür. Ich bin drin. Ah, sieh an, Mark. Du bist spät dran, aber egal. Schau dir das mal hier an. Was denn? Was ist das? Ulquid Junior High, überraschender Sieg mit... Otaku Junior High, überraschender Sieg mit 10-0. Grausame Niederlage für die Ulquid Junior High. Aber Moment, die Ulquid Junior High hat verloren? Genau, und ich war so sicher, dass wir gegen die Ulquid ohne Probleme gewinnen könnten. Den Geschäftsführer habe ich auch schon zu sicher, dass das Team zum Sieg führen werde. Ihr bei diesem Spiel versagt, wird auch meine Position an dieser Schule. Unglaublich, dass die Ulquid ein Spiel zu 0 verliert ist. Diese Otaku Junior wirklich so stark? Eigentlich hatten die alle gemeint, Otaku wäre das schwächste Team im Turnier. Deshalb hatte ich ja auch gedacht, dass der Gegner im Halbfinale ganz bestimmt die Ulquid Junior. Und du, Axel, weißt du irgendwas über die Otaku-Team? Ganz ehrlich, ich habe den Namen noch nie gehört. So, du kennst also auch nicht. Wir sollten auf jeden Fall herausfinden, was das für Typen sind. Wenn das so ist, dann habe ich hier etwas, das euch helfen wird. Hey, tada! Was aber, das sind doch Gutscheine für das Anime-Café, das neulich eröffnet hat. Anime-Café? Was soll das denn hinten sein? Weißt du das wirklich nicht, Captain? Das sind süße Kellnerinnen, die alle ganz süße Outfits tragen und der Zeitungsclub hat zu diesem Thema übrigens schon ein etwas genauere Recherche durchgeführt. In diesem Café trifft man die Schüler der Otaku Junior High wirklich extrem häufig an. Wenn ihr euch also dort einmal umseht, werdet ihr sicher etwas mehr über sie herausfinden können. Oh ja, super klasse, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich auch. Wir dürfen doch sicher auch mitkommen, Mark. Ja, sicher kein Problem für mich, aber... Silber, das geht doch nicht.
wir wollten doch gemeinsam das Clubhaus aufräumen, du weißt. Doch, es gibt immer viel zu tun. Ah ja, stimmt. Und du willst das wirklich hin, Mark? Hm, ehrlich gesagt, na gut. Wenn wir etwas herausfinden können, müssen wir wohl hin. Oh Mann, so ein Schwachsinn. Ich melde mich dann erst mal ab. Na gut, aber wenn es dir hinterher leid tut, ist es nicht unsere Schuld. Also bis später. Erzählt hinterher auf jeden Fall, wie es euch gefallen hat. Auf zum Anime-Café. Oh ja. Da, dann. Wieso, Axel, bist du dann eigentlich noch unten dann bei uns im Team? Ich dachte, du wolltest weg, aber nein. Auf zum Anime-Café. Denn wir wollen erfahren, was die Otaku-Hai vorhat. Okay. Zack und zack. Nein, wieso, weshalb, warum? So, Gretchen, Nathan und los, heben, heb ihn an, Nathan. Mach ein Tor, mach uns glücklich. Und ja, dumm. Yay, das hast du gut gemacht. Das war perfekt. Wir haben gewonnen, wir kriegen Lernpunkte. Und weiter. Ja, ich will den Stadtplan ansehen. Ich will ins Einkaufsviertel. Nanu, ist etwa geschlossen? Ah, dieser Schuppen da. Ja, den hat die Vorsitzende der Handlungsversammlung geschlossen. Was? Aber das ist doch... Wir sind also den ganzen Weg hier umsonst gekommen. Ah, loslassen, sofort loslassen. Du kannst doch nicht so kalt zu mir sein. Ich flehe dich an, lass mich hier nicht so stehen. Lass das Mädchen in Ruhe. Du siehst doch, dass du sie in Schwierigkeiten bringst. Nein! Alles in Ordnung mit dir? Ah, vielen Dank. Der Kerl wollte mich nicht in Ruhe lassen. Ihr habt mich gerettet. Aber sag mal, wie heißen meine Retter eigentlich? Todd Einzel, so heißt sie. Ich spiele im Fußballclub der Wayman Junior High. Und du darfst mich natürlich auch einfach nur Meister nennen. Was? Von der Wayman Junior High? Ich muss jetzt ganz schnell weg. Okay. Was war denn das jetzt? Ja, habt da etwa ganz falsch verstanden. In Wirklichkeit arbeitet dieses Mädchen hier in meinem Café. Was? Sie sind also in Wirklichkeit der Inhaber dieses Cafés? Genau, genau. Manny Artic, so heiße ich. Und dieses Anime-Café, das Riot Café, ist mein Leben. Mein Laden. Ich weiß jetzt nicht, was da genau stammt. Das Mädchen von ihm ist einer der Angestellten in meiner Laden. Aber weil sie kündigen wollte, habe ich sie gebeten, sich einmal zu überlegen. Und wieso ist das Café im Moment geschlossen? Samantha, also die Vorsitzende des Herrn Händlervereins, sie mag unseren Laden nicht. Ich würde ja gerne mit ihr reden, aber ich habe so eine Angst vor dieser Samantha, versteht ihr das? Wenn sie mich mit ihren kalten Augen ansieht, dann werde ich ganz, könnt ihr nicht für mich zu Samantha gehen und mit ihr reden? Bitte, bitte. Ja, okay, wir sind ja nette Leute. Danke, vielen Dank. Samantha findet ihr in ihrer Kneipe, The Sallys. Samanthas Kneipe, das Sallys, ist am Ende einer engen Gasse gleich links von ihr. Naja, ich gehe wohl erstmal in meinen Laden zurück. Enttäusche mich aber nicht. Natürlich nicht. Auf zum Sallys. Jo, hier ist dann die Straßengasse und das hier ist also diese Kneipe. Jungs, wenn wir durch diese Tür schalten, treten wir die Welt der Erwachsenen aufregend, oder? Aber das ist ja gar kein Licht an. Ich frage mich, ob dieser Laden tagsüber geöffnet hat.
Was? Diese Tür ist auch geschlossen? Dann sollten wir sie öffnen. Hallo, hallo, ist da jemand? Captain, ich bin noch nicht so weit. Wir sind doch noch viel zu... Na, sieh sich das einer an. Ihr schlägt ja ganz schön Krach dafür, dass ihr noch solche Knirpse seid. Oh, die ist schön. Da schau, naja, was für ein paar süße kleine Gäste. Hört mal, Kinder, das hier ist kein Spielplatz für Bübchen wie euch. Geht lieber wieder heim zu Mama. Aber dann erklärte Mark Samantha, um was Manny-artig ihn gebeten hatte. Es gab Beschwerden, dass kleine Jungs wie ihr die Schule schwänzen und dort herumhängen. Deshalb wollten die Anwohner hier nicht, dass der Anime-Café weiter geöffnet bleibt. Ach so. Ist doch nur verständlich, oder? Ich würde auch lieber dahin gehen, als in die Schule, wenn ich könnte. Aber wenn einer Kinder wie euch verschickt, weil er selbst zu feige ist, das mag ich ja gar nicht. Na gut, ich verdiene eine Chance, schon alleine für den Mut, mir so eine Bitte vorzutragen. Wenn ihr bereit seid, kommt zum Fußballplatz am Ende der Straße, ihr kleinen Racker. Okay. Wenn wir bereit sind, was soll das denn schon wieder heißen? Ach, habt ihr Samantha gesehen? Egal, wie sie es gemeint hat. Wir sollen schnell zu diesem Fußballplatz gehen, Captain. Ist sicher nicht klug, wenn man Samantha zu lange warten lässt. Ob du recht hast, eins tot. Aber naja. Gehen wir dann doch Richtung Fußballplatz. Und da haben wir schon die gute. Nanu, was soll das denn jetzt heißen? Was ist das für ein Aufzug? hab ich euch überrascht? Unser Team, die Street Sallys, besteht aus den Mitgliedern der örtlichen Händlervereinigung. Wenn ihr gegen uns gewinnt, darf dieses Anime-Kami auch wieder öffnen. Aber, was soll das? So hatten wir das nicht abgesprochen, Nanu. So ängstlich, Bübchen, ganz ruhig. Wir sind harmlos und beißen tun wir auch nicht. Endlich, wir, wenn es um Fußball geht, kann uns keiner stark genug sein. Das ist doch mal eine richtige Einstellung. Also, Kinder, dann zeigt mal, was ihr könnt. Okay, Fußballspiel gegen die Street Sallys. Oh Mann. Das gibt's ja gar nicht. Einkaufs Vierte. Oh, hallo meine kleinen Freunde. Ihr seid ja so süß. Wollt ihr ein Bonbon? Oh fein, oh fein. Hey, Ironside. Wir sind hier, um Fußball zu spielen. Das hast du doch nicht vergessen, oder? Rayman vs. Street Sallys. Ja. Meine Aufstellung passt so, wie sie ist. Ja. Richtig. Und zack. Feuer Dribbling und boom, voll umgehauen und nochmal Feuer Dribbling und Feuer Tornado und ...1-0! Tor! Durch Axel und seinen Feuertornado. Oh ja. Auch keine Spezialtechnik verwendet worden, das sehr kurios ist. Habt ihr das gesehen? Hey, gebt uns doch auch eine Chance. Nein! Gebt euch keine Chance. Müsst ihr schon verdienen. Los, Timmy, glitch die Pizza. Schön. Sommer. Toll. Faul.
Und? Oh, Kevin schafft es natürlich nicht. Wieso sollte es Kevin dann auch schaffen? Und Blitzstibitzer. Timmy. Okay. Zack. Passen wir doch mal zu Nathan. Oh, Sweet Silly, ist heiße Phase. Los, Orkangrätsche. Schön. Sauber. Draufsetzen, bringt das was? Ah, nein. Natürlich nicht. Blitzstibitzer. Ah, nein. Max. So, Blitzstibitzer, Timmy. Und Timmy darf sich den Ball holen. Mal wieder. Das ist recht lustig, wenn wir das ausreichen. Nein, nicht Sumo Stamper. Wieso eigentlich immer Nathan? Und Himmelshand. Okay, das war ja einfach. Ja, ja, schön, wie fit die jungen Leute alle sind. So, und jetzt sind wir in der Reihe. Ja, das stimmt irgendwie schon. Ah, los, Bobby. Max. Timmy. Nathan. Okay. Oh, komm, Grätsche. Nein, nicht der Sumo-Stamper. Ich will nicht. Ich will, dass Nathan ein Tor schießt. Boah. Unerhört. Ah, Kevin. Und zu Nathan. Ah, abseits, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Los. Ah, Balance-Clone. Okay. Ende erster Halbzeit. Ja, genau so machen wir jetzt weiter. Bis zum Schlusspfiff. Nach sowas, ihr seid ja richtig gut. Klar sind wir richtig gut. Wir sind ein Fußballclub. Was hast du denn erwartet? Nieten? Ja. So sehe ich das. Max setzt, kann sich durchsetzen, das ist schön. Ja. Blitzstibitzer. Timmy. Ich glaube, Timmy hat heute ein Puff, wo er immer wieder drauf angreifen darf. Yay! Und Orkangrätsche. Hey, Nathan kommt durch. Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt sind wir dran mit der heißen Phase. So, also Superblitz. Nathan, Steve. Yes! Härteblock. Und noch durch. Ja, Nathan, da kannst du dich freuen. Dass der Schuss mit Steve reinging. Ja, so machen wir weiter. Hey, gib uns doch einen. Nein, ihr kriegt keine Chance von mir. Das habe ich aber eben auch schon gesagt. So, Kevin hat den Ball. So. Jetzt ist der Achse. Und. Yay. Härte Block. Wir machen das mal voll den Heber. Und. Der geht rein. Schlechter Torwart, wenn der Heber total reingeht. Naja. So, und. Wie gefällt euch das? Hey, gibt uns doch einen. Nein, zum dritten Mal jetzt.
Ich bekomme von mir keine Chance, am Tor zu schießen. So. Axel ist wieder am Ball. Das ist schön. Nein. Kein Feuerdribbling. Verliert er eben den Ball. Dafür haben wir einen guten Steve, aber auch genau noch hier Sam Wall und viele andere weitere Chaoten. Und die Mauer. Perfekt. Das ist schön, das ist schön. Da haben wir Sam, da haben wir Timmy. Und da haben wir Kevin. Der schießt jetzt mit dem Blank Tornado. Und da. Herzblock. Bam. Daneben. So bekomme ich den Ball wohl nicht ins Tor. Oh, oh, oh. Und noch zu jung und ziemlich unerfahren, was? Nein, das nicht, aber egal. Jetzt ist die heiße Phase vorbei. Und Torwart hält. Axel, was machst du eigentlich im Tor? Wir sind dafür da, um Tore zu schießen. Das stimme ich zu. Aber nicht, dass man ins Tor läuft. Yay. Das ist doch mal recht lustig. Los. Ah, Kevin. Ah, Mann, ey, Kevin. Ist doch gar nichts hin, oder? So geht das. Und faul. Klar. Wieso denn nicht? Und weg. Und wieder ein Foul. Oh, das ist ja so überraschend. Dam 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 dam. Da 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 da. Yay, Timmy! Oh, wieso schon wieder am Foul? Naja, wir gewinnen 3-0. Was mich sehr freut sogar. Gewonnen! Ja, das war's. Wir haben gewonnen, Leute. Och nee, wir haben verloren. Ihr seid ja richtig stark. Klar sind wir stark. Ein Fußballclub, daran vielleicht mal gedacht. Und, oh, da kommen ja ein paar Level ab. Oh, Kevin hat neue Techniken. Und Max auch. Kevin hat Zickzackfunken. Und Max hat Illusionsball gelernt. Das sind Spezialtechniken. Bei Max ist es, wenn er den Ball hat. Und bei Kevin auch, also Dribbling. Wir sind wirklich viele, viele stärker als früher. Das Spiel gegen die Ultra Junior, Otaku Junior wird sicher auch ein Spaziergang für den Rayman Fußball Club. Rayman? Sag bloß, ihr seid von der Rayman Junior High. Ja, sind wir uns. Jetzt weiß ich, warum ihr so stark seid. Kommt ja auch von derselben Schule wie die Inazuma 11. Was? Sie kennen die Inazuma 11? Na, was denn sonst? Jeder, der weiß, wie es vor 40 Jahren in dieser Stadt aussah, wird sich an den legendären Inazuma 11 erinnern. Die haben aber auch Fußball gespielt, wie sonst keiner. Ich war damals auch ein großer Fan. Was hat der Veteran und auch uns auch gesagt? Aber waren die Inazuma 11 denn wirklich so stark? Ja, Mama, es gibt etwas, das geht mir nicht aus dem Kopf. Die Inazuma 11 waren doch alle auf der Rayman Junior High, oder? Dann wohnen die Spieler noch vielleicht noch hier in der Stadt. Natürlich, das würde ja auch Sinn machen, oder? Und wenn es stimmt, würde ich die Spieler unbedingt treffen, die legendären Inazuma 11. Wissen sie nicht, wo man sie heute findet? Hm, gute Frage. Irgendwann haben sie alle vor einem Tag auf den anderen aufgehört, Fußball zu spielen. Und nach 40 Jahren würde ich sie wohl auch nicht mehr erkennen, selbst wenn ich sie treffe. Verstehe, na gut, das wäre es dann auch allzu einfach gewesen. Ja, aber sag mal, Captain, was würdest du denn tun wollen, wenn du sie treffen könntest?
Na was wohl? Fußball spielen gegen die Legendäre in der Summe 11, die mein Opa trainiert hat. Dein Opa, na dann, das ist ja der Knaller. Dann bist du der Enkel von den alten David Evans? Ja stimmt, du bist ihm ja auch wie aus dem Gesicht geschnitten. Vor allem dieser entschlossene Gesichtsausdruck, wenn du auf dem Platz stehst. Aber wieso hat meine Mama mir nie was von der Inazuma 11 erzählt? Das musste sie doch wissen, wenn Opa der Trainer war. Neulich habe ich glatt vergessen, sie zu fragen. Das sollte ich jetzt wohl wirklich tun. Schon klar, aber hier rumzustehen und grübeln bringt uns auch nichts. Wir sollten lieber daran denken, das kleineste Otaku Junior zu flüchten. Du willst doch sowieso nur so schnell wie möglich in dieses Anime-Café. Na gut, wenn es euch etwas ist, verspreche, dann halte ich es auch. Das Café darf wieder öffnen. Vielen, vielen Dank. Geschafft, und jetzt zum Anime-Café müssen wir noch die Nachricht überbringen. Und wenn ihr alt genug seid, kommt auch mal in meinen Namen. Ich erwarte euch dann. Oh, berichte Manny Entwick von dem Spiel. Eine Sperre hat sich gelöst. So, Leute. Das war's dann heute wieder von Inazuma 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Inazuma 11. Euer Sekuso. Ciao.